der Vorsprung von privat finanzierter KI scheint ja schon ungeheuer groß zu sein. Oder von totalitär finanzierter KI. Also wenn wir das Thema Facial Recognition, Social Scoring in China nehmen, dann scheinen wir als Europäer da doch relativ weit hinten zu sein im Augenblick. Ja, es ist erschreckend, wenn man sich allein die Ausgaben für Forschung und Entwicklung anguckt, die jährlich aktuell ausgegeben, also die privaten Konzerne in den USA, ich hatte gerade heute Morgen nochmal nachgeguckt, geben etwa 170 Milliarden Euro für die Entwicklung von KI im Jahr aus. In Europa liegen wir bei gutwillig gezählt 68 Milliarden und über die chinesischen Zahlen will ich nichts sagen, weil das alles Fake ist. Da muss man sich einfach klar machen, dass 1,4 Milliarden Menschen heute schon über KI in China gesteuert werden. Also ich gehe über die rote Ampel, gibt Minuspunkte im Social Scoring und ich fliege eben nicht mehr von Peking nach Shanghai, sondern ich fahre nur noch mit dem Zug. Also das ist Realität in China, hier bei uns Gott sei Dank noch nicht.